Hey Leute, hier ist wieder euer Classic Hero, zurück mit einem neuen Let's Play. Und zwar, wir gehen in die finale Runde in Half-Life 2 Episode 2. Und wir starten direkt los im Spiel. Unser geiler Screenbildschirm wieder. Was uns erwarten wird. Wir erinnern uns, in Half-Life Episode 1, die Zitadelle ist explodiert. Das Schicksal unserer zwei Protagonisten ist... Wow. Wow, damn! Verdammt, wo sind wir? Okay, wir hängen fest. Ah, da ist Alex. Gordon? Verdammt, geht es dir gut, Gordon. Warte kurz, ich hol dich da raus. Ah. Und wir spielen immer noch mit veränderten Models, wie wir bei Alex sehen können. Schöner Oberkörper. Oder eine schöne weiße Gravity Gun. Die gelbe war mir einfach etwas zu langweilig. Wow, ganz vergessen, welche Power das Ding hat. Ja, wenn man nicht damit umgehen kann. Du das Gravikon. Du kannst besser damit umgehen. Das sehe ich genauso. Ich konnte dich nicht finden. So. Wir sind jetzt zum allerersten Mal außerhalb von City 17 in unserer Half-Life 2 Spielserie. Wir sollten weiter. So. Und ein Anblick, auf den viele gewartet haben. Die Zitadelle. Down. Meine Herren, da hast du echt Rums gemacht. Oh, verdammt. Die Zitadelle. Was zum Teufel geschieht da? Aber irgendwie tut sich ja da was, so mit diesem Laserstrahl. Oh. Wow! Krass. Krasser Scheiß. Alles in Ordnung? Natürlich. Wow, wir können sogar diesmal Steine bewegen. So. Doch, wir möchten uns natürlich jetzt nicht die Zitadelle anschauen. Wir möchten zacken, zacken möchten wir! Yeah! Okay, wo sind wir hier erstmal? Direkt mal hier zum Loch, Und direkt liegen hier schon wieder tote Leichen, Aber wir wollen keine Leichen, wir wollen selber töten. Bam! Da hinten ist noch einer. Flash! So. Zum Feuer hier rein. Oh, natürlich direkt zum Bein. So. Was haben wir hier für ein Häuschen? Yeah, ein Zwerg! Hallo, Mr. Zwerg. Oh. So, Freunde. Dieser Zwerg hat eine ganz besondere Bedeutung in Half-Life 2 Episode 2. Und zwar gibt es einen extrem lustigen Erfolg. Und zwar muss man diesen Zwerg das gesamte Spiel hindurch mitschleifen. Und am Ende werden wir eine Rakete sehen, die wir in den Weltall schießen wollen. Und eigentlich müssen wir diesen Zweck in diese Rakete einschleusen und ihn dann quasi ins Weltall schicken. Das würde dann einen sehr lustigen Erfolg uns geben. Aber das werden wir mal irgendwann anders nochmal machen. So, erstmal müssen wir Alex helfen hier. Die Stöpsel reinzumachen. Ich weiß nicht wieso, aber es funktioniert. Ja, Frauen und Technik oder was hier? So, jetzt anmelden. Hier, warte, da brauchen wir wenigstens einen schönen Platz, den wir schon nicht mitnehmen. Wo stellen wir ihn hin? White Forest, Miss Alex Van, bitte kommen. White Forest, bitte kommen. White Forest, bitte kommen.
Hört ihr mich? Verdammt. Ah, hier auf dem Stuhl. Oh, Obama ist auch wieder dabei. In jeder Episode sehen wir Obama. Okay, 40 Jahre älter leicht, aber... Aber mit der Zitadelle ist was Komisches passiert. Ja, wir haben die Situation von hier aus beobachtet. Die Ladung der Kernreaktion wurde in einem kohärenten Strahlenportal energiegebündelt. Das sind die Kopfwahlen. Sie wollen einen neuen Zugang schaffen. Ja, was wir hier sehen, ist der Weg in einem Superportal. Okay, das wäre nicht gut. Qualität ist aber nicht, liegt an mir nicht so schlecht, sondern das Bild ist wirklich so schlecht. Im Kontrollraum. Wir haben gewaltige Datenmengen direkt in die Kernzerstörungssequenz geladen. Haben Sie das gehört? Das ist bestimmt der Portalcode der Kompass. Ja, ja, ich bin ja nicht taub. Ich habe das ganze Paket kopiert. Seitdem sind Sie hinter uns her. Natürlich haben Sie das. Schließlich hängen all Ihre Pläne davon ab. Das sehe ich. Ich habe auch nie gelernt, wo in dieser Sequenz müssten Sie eine Verbindung zur anderen Seite herstellen. Was Sie da haben, fordern, ist der Kontaktcode für die Combine-Überwelt. Also falls jetzt manche von euch nicht wissen, wovon wir reden, in Episode 1, in dem Kernraum, da wo wir den Kern haben reparieren müssen, haben wir ein spezielles Datenpaket erhalten. Und genau das wollen die Combines und ist wichtig für uns alle. Oh-oh. Die verfolgen uns immer noch. Und sie werden auch nicht aufhören, uns zu verfolgen. Und die Tür geht einfach mal von selbst auf, Leute. So, wow. So, machen wir einfach mal hier den Weg frei. Wow. Yeah, Mister, fahr einfach mal mit. Patsch! So. Oh mein Gott, wie sieht das hier aus? Sind wir etwa in Russland oder was? Genau, so da oben haben wir doch schon mal so einen. Wow. Okay. Das Vieh sah jetzt special aus. Wow. So. Halt. Natürlich muss es auch einen Sinn haben, dass wir hier reingehen. Okay. Beeilung, schnell raus hier wieder. Wow. Gravity Gun, mach was! Okay, Alex ist Matsch. Eigentlich können wir direkt mal vergessen. Die ist brei. Okay, sie lebt noch. Ach, wir hätten auch ohne Elektroder spielen können. Ein schmerzerfülltes Atmen. Geiler Untertext. Und er lässt sie einfach liegen, ist klar. Okay. Es wurde zermatscht. Oh Gott, ein Bodyguard, wir sind verloren. Ein entsetzter Laut in Vorticon-Sprache. LOL. Hallo, wir hängen hier drin fest. Alex, welch Leid geschah. Wir möchten hier raus. Ah, Dr. Freeman. Genau. Zumindest er unverletzt ist. Aber Alex... Nichts kann uns verletzen. Ihr Zustand ist kritisch. Jetzt lass uns doch einfach mal hier raus. Ja, sehr gut. Gut, pack sie dir. Sie zu heilen erfordert mehr als ich... Ach, sie ist doch tot. Lass sie einfach liegen. Ich will die meinen rufen.
Hey, was mir auffällt, das Model wurde wieder verändert. Die Schweine, ey. Okay. Ey, es ist unhöflich, laut drum zu schreien, ey. Ach, wir gehen einfach mal weiter ohne ihn. Okay, da wir keine Waffe haben, ist es auch ein bisschen gay. Ah! Und da haben wir doch wieder eine Waffe. Wow. Jetzt ging's abwärts, Freunde. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen neue Waffen, ey. Nur mit der Gravity Gun ausgerüstet, das macht doch keinen Spaß. Okay, wenn es ein paar Kreissägen geben würden, dann wäre das eine andere Sache. Oder irgendwelche lustigen Metallspitzen oder sowas. So, jetzt geht's hier erstmal aufwärts. Ich frag mich ja auch, wie das im echten Leben gehen soll. Da drehst du das Ding und dann gehst du den ganzen Fahrstuhl hoch oder was? Naja. So. Okay, wir hätten doch hier raus müssen. Und wir haben die Pistole, jawoll. Oha. Nimm das! Ja, nehmen wir noch kurz noch die Gravity Gun. Die Pistole ist mir jetzt ein bisschen zu schwach. Wow, alles zerbricht. Jawohl, und der Stahlträger fällt auf uns. Uah. Nimm das, nimm das! Meine Fresse, ey. Wow, wir sitzen da unten aus. Schleimig, Leute. Hallo. Lass mich doch mal jetzt mal durch. Uah, Leute. Wie eklig ist das bitte? Verschleimte Wände. Uah. Aber ich habe diese grünen Kugeln da, geben uns Energie. Ich zeig's euch nochmal richtig gleich. Hier, diese kleinen grünen Dinger geben uns Leben. Die können wir auch mitnehmen. Das ist das neue Medipack. Kleine grüne, gelbe Popel. Sehr interessant. Okay, wo geht's denn jetzt hier weiter? Wow. Wow, was war das? Oh, ich hasse sie, ey. Die können so dumm durch die Gegend schießen. Boah, dann direkt erwischt. War ja klar. Unvergiftet. Und da hinten ist er nochmal. Genau, direkt zwei Stück. Oh, wir brauchen was zum Werfen, Leute. Oder einfach die Pumpgun, noch besser. So. Jetzt können wir da weitergehen? Nein. Ah, Leben und Pumpgun-Munition. Mehr brauchen wir nicht. Ich spiele euch Half-Life 2 komplett so durch. Einfach mit Pumpgun. Ja. Okay. Und direkt die Magnum. Jawohl, Leute. Jawohl. Du Sau, ey. Wenn irgendwas schreit wie ein Verrückter. Hör doch auf, uns abzuballern hier. Du legst dich nicht mit uns an. Boah. Okay. Ich glaube, hier müssen wir tauchen, jawohl. So, Freunde, wir machen hier kurz Cut und beenden den Part und ich melde mich gleich zurück wieder. Ciao!